So. Aber ich glaube, es wäre schlauer, das Anarchist Cocky Book da mitzunehmen. Ja. Oh Gott, ich bin. Das gibt's doch nicht. Ich bin gerade auf die Zacken getreten. Ja, wie dumm muss man sein? Erstmal Shop reingucken, oder? Ja. Tickets agreed. Wer denn sonst? So, jetzt die Nonnenhaube irgendwie bekommen. Das wäre cool. Und den 50 Dingenskirchen. Das, was ich eigentlich haben wollte im Geheimraum. So, nehmen wir das mal mit. Haben jetzt auf jeden Fall einen kleinen Rabatt. Das nehmen wir erst, wenn wir noch einen Schlüssel haben. Nicht, dass wir für den Itemraum keinen Schlüssel haben. Das wäre nicht so gut. Glaub mir, das wäre nicht so gut. Da ist der Itemraum. Hey. Oh Gott. Lass mal das hier freischießen, damit wir mehr Platz haben. Oh. Schaden. Das gefällt mir nicht. Counterfeit Penny. Was macht der? Mehr macht aus. Also gibt mehr Geld, ne? Hallo. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ein paar Münzen. Dankeschön. So. Bringt der mir was, der Penny, oder nicht? Ja, lass mal das hier öffnen. Okay. Die Batterie hätte ich gern. Doch, die Batterie würde mir, glaube ich, mehr bringen. Ja. Weil ich will ja keinen Schaden bekommen und das lädt das Ding nur auf, wenn ich Schaden bekomme. Und Batterie einfach nur, wenn ich da irgendwie einen Raum clear oder so. Ja, die Batterie. So, ein Schlüssel. Sehr gut. Da können wir schon mal diese Kiste hier öffnen. Und die andere auch noch. Nein, warte mal. Na komm schon, nimm ihn. So. Nehmen wir einfach mal mit. In Hoffnung, dass noch ein paar Münzen gedroppt werden. Natürlich werde ich fast weggesprengt. Ey, was für ein Bullshit. Alter. Läuft's wieder beschissen? Ich glaub's nicht. So, komm her. Wow. Öffnen wir. Schlüssel und ein Herzchen. Sehr gut. Da ist der Supergeheimraum. Richtig gut, dass wir die Brille jetzt haben. So können wir vielleicht Epic Fetus bekommen. Wobei unsere Tränen eigentlich auch gerade ziemlich geil sind. Muss ich schon sagen. So. Und hier können wir jetzt austoben mit dem Counterfeit Burning. Tack, 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 tack. Noch mehr Münzen. 23 Münzen haben wir schon. Das ist gut. Das ist gut. Dieser Raum bringt uns nichts. Oh, warte mal. Wir können das hier einsetzen. Jetzt haben wir noch ein blaues Herzchen dazu bekommen. Ui, toll. Ach, guck mal, die wollen mich gar nicht, wenn ich hier unten langlatsche. Ach, fuck. Der Buchraum. Lass mal reingehen. Book of Belial. Wir nehmen Book of Belial mit, ja. Das nehmen wir mit. So, wieder nur 3 Herzen. Hallo, da sind wir wieder, ey. Lass mal das Ding holen hier. So. Oh Gott. Ich ahne Übles. Ich ahne Übles. Oh. Noch eine Kiste. Okay, her damit. Oh. Okay. Gut, blaue Herzen. Dazu sage ich nicht nein. So, jetzt können wir auf jeden Fall Bomben sparen und alles mögliche. Counterfeit Penny. Ich nehme Ace of Spades mit. Ich nehme Ace of Spades mit. Der gefällt mir irgendwie mehr. Da unten war noch eine Truhe. Im Shop gab es noch ein Herzchen. Alles klar, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal in die nächste Ebene, oder? Ja. Auf geht's. So, jetzt kommt Mom. Blessing of Hä? Guck mal, warum haben wir das bekommen? Das blaue Herzchen. Das weiße. Das ist, obwohl ich die Karte gar nicht habe. Sowas wie XL. Sowas wie was? Sowas wie XL-Ebene und so. Oder Curse of Darkness. Und dann bekomme ich sowas? Das wenn ich glaube ich, durch die
Community-Mod? Ja. Achso, okay. Das heißt, wenn man so eine XL-Ebene schafft, bekommt man so ein weißes Herzchen dazu. Ja. Nicht, wenn man sie schafft, sondern es ist eine andere Art von Ebene. Die XL. Achso, okay. Es gibt also neue Ebenen. Genau. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ha. Hattest du schon mal. Okay. Dann bin ich einfach nur blöd. So. Der Itemraum. Wo ist der? Wow, wie habe ich das überlebt? Ja, keine Ahnung. Ich stelle auch keine Fragen, sondern bin einfach glücklich. So. Genau, tötet die Dinger. Ach so, nee, das sind ja keine grünen Dinger. Scheiße. Mann, hör auf zu hüpfen. Okay, die Pille hatten wir auch schon. Die macht Tiers ab. Gott, wir sind ja ein richtiges Maschinengewehr jetzt. Da. So. Okay, rein in den Supergeheimraum. Und wir finden kein Guppi. Teil. Scheibenkleister. 10 Bomben. Nehme ich mit. Boom. Und ich glaube, die Bomben machen jetzt auch mehr Schaden oder sowas. Meine ich in Erinnerung zu haben. So. Mich würde interessieren, wie viel Schaden wir gleich machen, wenn wir das Buch einsetzen. Aber das können wir ja sehen, wegen unserem Anzeigedingsbums. So. Oh Gott. Was kommt jetzt? Hier. Gut, da ist kein Problem, einfach stehen bleiben. Glaube ich. So. Was könnten wir denn... Was gibt uns denn mehr blaue Herzen? Welches Item? Viele. Viele, ja? Dass uns irgendwie nach jedem Raum ein blaues Item gibt. The Relic. A blue cross follows the player and drops a soul heart every 5 rooms. Ja, okay. Ist okay. Ja. So. Runter. Oh Gott, hier muss ich jetzt aufpassen. Nach oben schnell. So. Oh, Liberty Gap. Warte mal, dann tricksen wir mal ganz kurz und gucken mal, wo denn der... Da ist der Itemraum. Ach, du Kacke. Okay. Ganz rechts irgendwie. Holen wir uns. Wow. Hör damit. Itemraum, den suchen wir. Oh, blöden Zacken. Ah, und jetzt sind sie weg. Ja, also unsere Tiersubs retten gerade unseren Arsch hier. So, die Kiste holen wir uns gleich. Rainbow Baby, okay, komm, gesell dich zu uns. Der schießt jetzt immer unterschiedliche Tränen. Ab und zu vielleicht Epic Fetus, wenn man ihm genug Geld gibt. Und das ist The Devil. Was war das nochmal? The Emperor. Oh, beides coole Karten eigentlich. Beides coole Karten. Ja, spielen wir hier ein bisschen? Ich würde sagen schon. Hier ist auch der blaue Automat, der uns blaue Herzen gibt. Und dank unserem Luck-Up haben wir auch mehr die Chance, coole Sachen zu bekommen. Sehr gut. Wow. Ganz ruhig hier. Was habe ich da? Die Krähe. Ne, den Krähenfuß will ich gar nicht. Ich will schon Ace of Spades eigentlich behalten. So, der Fischkopf. Oh Gott. Da ein blaues Herzchen. Sehr gut. Hier können wir uns ein bisschen auffrischen. Ich hoffe, der explodiert nicht. So. Oh Gott. Ja. Blaue Herzen all over my face. Oh, was ist das? Wieder The Devil, oder? Ja, zweimal The Devil, okay. Und da explodiert er. Schade, noch mehr blaue Herzen wären cool. Ja, du könntest mir noch Flylife geben. Wäre auch ganz cool. Ansonsten, was nehme ich denn jetzt hiervon mit? The Sun, oh. Moment mal, das bringt aber gar nichts.
Ja, nur Schaden. Ah, scheiß drauf. Jetzt haben wir die Karte mal aufgedeckt. Könnten nochmal zum Shop, ne? Ich glaube, meine ganze Kohle gebe ich noch nicht aus. Wir gehen erstmal zum Shop und gucken mal, was es dort gibt. So, Ace of Spades haben wir ja. Devil, alles klar. Hoch da. Ach ja, da komme ich ja an. Warte mal, ich habe doch eine Leiter hier. Zack. Und jetzt öffnen wir die goldenen Truhen in der Hoffnung, dass wir dort Items bekommen. Oh. Eternity. Was ist das? Was ist das? Neue Karte. Was ist das? Was macht das? Was macht das? Was macht das? Was macht das? When used, gives you an eternal heart. Achso, guck mal, setz dich ein und dann habe ich ein blaues Herzchen. Was? Nee. Zum Glück habe ich dich nicht verstanden. Du hast wieder gemeckert. Aber alles, was ich mache, ist richtig. Und dann habe ich mich korrigiert. Ja. So. Oh, HP-Upgrade. Sehr gut. Und diese Truhe auch noch. Isaac's Head. Können wir auch mitnehmen, ne? Der mit uns ein bisschen rumschießt. Komm, da haben wir so eine kleine Truppe hinter uns. Warum nicht? Komm, dann gehen wir nach unten noch ein bisschen clearen. So, vielleicht gibt es hier was Cooles. Vielleicht droppen die eine Truhe. Ach, da, guck mal, da ist eine goldene Chest. Und wir verlieren Leben. Genau das wollte ich auch. Ihr fragt euch, warum? Das erzähle ich euch gleich. Ist bei Geheimnis. Ist Frauengeheimnis. So. Blaues Herzchen. Noch ein Eternal Heart, okay. Cool. Nehme ich doch gerne mit. So. Da oben wollte ich hin, genau, zum Shop. Nonnenhaube. Hm. Nehmen wir einfach mal mit, weil er einfach cool ist. Einen Schlüssel nehmen wir mit, weil wir ganz viele goldene Chests bekommen. Gut, 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 gut. So, dann rennen wir mal hier durch. Hallöchen. Lass dich nicht stehen. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Uiuiui. Uiuiuiui. So, komm her, folg mir. Okay, die machen irgendwie nur 5 Schaden und sowas. Skalieren anscheinend nicht mit mir mit, die kleinen Viecher. So, ich will jetzt noch an dem spielen und Pretty Fly bekommen. Pretty Fly, Love. Du darfst die Fliegen mich lieben. Die Stubis mich Lubis. Ein paar Schlüssel wären auch nicht schlecht. Mit unserem Luck Up bekommen wir hier noch ganz viele Dinger. Sehr gut. Ich frage mich, ob Goathoof oder so besser wäre, aber ne, ich glaube nicht. Ich glaube, mit Isaac's Head ist es schon ganz okay. Wow, haben wir viele Schlüssel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir gehen zwar zum Satan, aber nach Satan können wir weiter in die Chest. So. Und so. Na, gibt uns die Pretty Fly Love. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, er tut gar nichts mehr. Ruhe in Frieden. So, dann gehen wir weiter nach oben. Finde ich richtig geil, dass wir die Brille gefunden haben. Oh, Gott, kann nicht mehr sitzen hier. Mein Arsch, der ist gelähmt. Kommt her. Oh, fuck. Gut. Ranger. Nehmen wir mit. Und hier rechts ist so... Boah, jetzt muss ich mich übergeben. Weil du hier bist. Und du auch kotzt, ne? Ich glaube, der kotzt ein bisschen. Na los, kotz. Da kotzt er. Bah. So, was ist das hier? Justice. Okay, setzen wir ein. Und bekommen noch ein Eternal Heart. Ach du Kacke, was geht denn hier ab, ey? So, was haben wir denn aufgehoben, dass wir jetzt so viele Dinger bekommen? Okay. Oh ja, zerstampf das hier bitte. Hier drüben. Dankeschön. Nehmen wir mit. Vielleicht hätte ich es erst später mitnehmen sollen. So, Book of Belial, auf geht's. Wie viel Schaden machen wir? 11, okay. Ja, schon ordentlich, schon ordentlich. Die Leiste geht's rapide runter. Dank unserer hohen Feuerkraft hier. Nice. Shotspeed up. Ach, scheiß drauf. Nehmen wir mit. Ich weiß, da steht Tears up. Macht aber Shotspeed up. Das dann wieder. Auf geht's in die nächste Ebene. Können wir eh nicht viel machen.
So, ich dachte gerade, ich bin noch so sehr in den Himmel gegangen. Nein, 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 der Himmel kommt gleich. So. Münzen sind immer gut, aber leider gibt es hier, glaube ich, keinen Schotten, ne? Das ist ein kleines Problem. Geschweige denn Itemräume. Aber vielleicht solche Bosskampfräume. Da würde ich auch noch gerne hingehen. So, komm. Und du hältst viel aus. So. Den Zacki-Raum will ich gar nicht, weil wir bekommen richtig fett Damage, ey. Wir bekommen zwei ganze blaue Herzen abgezogen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Außer wir bekommen jetzt irgendwie den Wafer. So. Oh, wir haben viele Bomben. Komm schon. Nein. Komm schon, iss mich. Komm schon, ich bin lecker. Sehr gut. Ah, ihr. Ah, das ist mein Book of Belly allein, weil die könnten sehr ungemütlich werden. So. Der fliegt diagonal. Okay, diagonal in den Tod. Gehört so jetzt leichter. Ah. Oh, okay, da hat er mir geholfen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Gut, Kisten. Ich will ganz viele rote Kisten. Ja, goldene Kisten, meinte ich. Mein Gott. Ist nicht so schwer, goldene Kisten zu sagen, Holly. Weil ich einfach Guppi werden will. Ich hoffe, da gibt es noch ein paar Guppi-Teile. So. Nehme ich den Schüssel auf. Ich nehme den Schüssel auf. Und man sieht mich auch. Ohne Mütze. Mein Gott, ist das geil. Gott. Auf zu stampfen. Rumble, Blue Baby. Blue Baby. Ja, wir sind so ein kleines Maschinengewehr. Oh, guck mal, da ist der Geheimraum gewesen. Moment mal. So. Und noch ein Eternal Heart. Nehmen wir mit. Ist eh geschützt von unseren blauen Herzen. Das heißt, wenn wir das blaue Herz verlieren, sind wir eh am Arsch. So, das ist eine Sackgasse. Doof, doof, doof. So. Da will ich hin. Da gibt es echt viele blaue Herzen, ne? Und viele weiße Herzen vor allen Dingen hier. Krass. Ich würde aber gerne nochmal hier eine Bombe hinlegen, weil da könnte sein, dass es da so einen blauen Stein gibt. Und den gibt es nicht. Vielleicht doch. Vielleicht irgendwo anders getarnt. Oh, an dir will ich spielen. Ich mag dich.